Willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem kleinen Infovideo bezüglich der Gamescom. Und ja, ich wurde die letzten Tage wieder tausendmal gefragt, ob ich denn da sein werde und wenn ja, wann und wo. Und ja, da irgendwie gefühlt nicht jeder immer den Stream sieht und man sich tausendmal wiederholen muss, dachte ich so, okay, mache ich das Video und ja, gefühlt sowieso jedes Jahr ein Video. Und eigentlich könnte ich genau das letzte Video re-uploaden zur Gamescom, weil es einfach genau dieselben Infos beinhaltet, aber egal. Eigentlich sollte dieses Video auch schon viel eher kommen, aber ich bin ein faules Stück Scheiße und deswegen kommt das jetzt erst, also hoffe ich, dass es noch genug Leute sehen. Ja, vorab, bevor ich es vergesse, schreibt gerne mal auf die Gamescom, Alter. Bin ich dumm? Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch auf die Gamescom geht und wenn ja, wann. So, vielleicht sind da ja noch ein paar coole Leute dabei, wo ich nicht weiß, dass sie hingehen. Also schreibt in die Kommentare. Ach ja, Leute, was ich vergessen hatte zu erwähnen, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram und auf Snapchat folgen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt und meine ganzen coolen Stories seht. Also, falls ihr das noch nicht macht, dann holt das auf jeden Fall nach. Und ja, dann kommen wir einfach mal zu den Infos. Und zwar werde ich von Donnerstag bis Samstag auf der Gamescom sein. Samstag wieder nicht allzu lange, wie die letzten Jahre auch, weil bei uns am Abend eine Veranstaltung ist und meine Eltern da gerne hinwollen. Und deswegen müssen wir frühzeitig wieder gehen, damit wir rechtzeitig zu Hause sind. Ja, aber ich werde trotzdem genug Zeit haben, mich da anzutreffen, wo ich wie immer sein werde, hinter Halle 8 unter der Zoobrücke, der Standardsatz. Vielleicht werde ich hier wieder irgendwie eine Karte einblenden, falls da irgendwelche Leute von euch zum ersten Mal sein werden. Dann habt ihr so einen kleinen Überblick, aber eigentlich ist es echt easy zu finden. Also ja, meistens ist da eh noch so ein Beachplatz und da in der Nähe stehen dann alle YouTuber und alle Minecraft-Leute. Ist halt echt so, also falls ihr irgendwelche YouTuber aus dieser Community sehen wollt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie alle da sein werden. Die laufen gerade herum, aber meistens chillen wir da alle. Eigentlich immer. Ja, wie immer könnt ihr gerne Fotos machen. Finde ich immer ganz cool. Wenn ihr welche macht, dann schickt die mir zu. Oder wenn ihr die postet, dann markiert mich, damit ich das sehe, weil irgendwie screenshotte ich immer alle und ist das eigentlich eine coole Erinnerung. Ja, müsst ihr aber bedenken, falls ihr auf Instagram privat seid, dann kann ich das Bild nicht sehen. Weil das vergessen euch richtig viele. Weil mich auch irgendwie viele fragen, ob ich Autogrammkarten habe. Nein, ich habe keine. Ich weiß nicht, ich finde das immer so komisch mit Autogrammkarten. Deswegen habe ich keine. Ich finde es cool, wenn andere welche haben, aber irgendwie bei mir kann ich. Weiß nicht, ob sich das so lohnen würde und irgendwie finde ich es komisch. Nee. Und ihr braucht auch echt keine Angst haben, irgendwelche YouTuber anzusprechen. Wir beißen nicht, wir sind ganz lieb. Können auch ganz normal noch mit uns labern, also. Ja, keine Ahnung, irgendwie ist das sowieso immer richtig spontan und man kann gute Gespräche trotzdem auch aufbauen, obwohl man sich nicht kennt. Also ihr braucht da keine Angst haben, weil ich selber war früher auch ein Schisser und habe mich nicht getraut, Leute nach einem Bild zu fragen und habe es dann im Endeffekt bereut. Also Leute, reißt euch zusammen und geht einfach hin zur Not, nehmt einen Kumpel mit, oder irgendwas, aber macht es, weil egal bei welchen YouTuber, weil ich habe es damals auch so bereut, einfach wegen der Erinnerung, weil man die YouTuber richtig gefeiert hat, man hat die gesehen und ist so dumm gewesen und hat sich nicht getraut, ein Bild zu machen. Es ärgert einen einfach nur, also kann ich euch das nur ans Herz legen, das wirklich zu machen. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir immer auf der Gamescom sein werden, ich werde auf jeden Fall immer recht früh da sein. Ansonsten chillen wir wahrscheinlich eh an der Domplatte oder bei Meckes oder essen irgendwo anders was. Also, weiß nicht, irgendwie ist das ja eh immer derselbe Ablauf. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Zur Not schreibe ich noch eh was in die Kommentare. Wie gesagt, schreibt mal rein, ob ihr hingeht und wann ihr da sein werdet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Darauf kann ich noch aufmerksam machen. Ja, schaut auf jeden Fall meine Vlogs zur Gamescom an, weil ich gebe mir Mühe, da mehr zu labern, weil irgendwie mit Musik und so finde ich das auch nur doof. Und, ups, falls ich die Möglichkeit dazu habe und das nicht allzu laut ist, habe ich mir halt vorgenommen, werde ich mehr labern, weil irgendwie finde ich solche Vlogs cooler, als wenn man nur Musik hat. So, und schaut euch meine anderen restlichen Vlogs an, die ich in letzter Zeit hochgeladen habe. Würde mich freuen, dann habt ihr was zu tun. Bis zur Gamescom. Und ja, seid mir nicht sauer, falls ich euch kenne und das irgendwie verpeile, wer ihr seid. Sagt mir einfach euren Namen oder irgendwas, dann raff ich das schon. Mehr wollte ich eigentlich auch nicht sagen. Also, ja, vielleicht ja bis zur Gamescom. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wobei, ist eigentlich auch nur ein Infovideo. Also scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. I don't like to fake it.